Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem Tutorial hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um ein kleines Tutorial um den Farming Simulator 19. Und zwar, wie wir uns Geld schicken können. Weil viele Leute ja sich für den Farming Simulator 19, den sich wahrscheinlich jetzt gleich mal reinziehen werden. Und sie denken, ich mag viel ausprobieren, aber habe kein Geld. Zeige ich euch, wie man schon von Anfang an, seitdem das Spiel draußen ist, also seit heute früh um 0.20 Uhr, wie man jetzt Geld cheaten kann. Und zwar erstellen wir uns dafür erstmal jetzt zum Tutorial hier einen neuen Spielstand. Ihr könnt euren alten auch verwenden. Bei 0 beginnen, Ravenport, ja, passt. Weiter, Charakter passt auch. Und dann laden wir mal den Spielstand. So, jetzt sind wir ins Spiel und ihr könnt schon sehen, wenn wir hier zum Beispiel jetzt auf Bankprofil gehen oder überall, wie sehen, haben wir einen Kontostand von 50.000. So, wir können diesen kleinen, aber feinen Cheat, wie man es nennen könnte, ausführen, auch wenn das Spiel offen ist. Das Einzige, was wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen neuen Spielstand erstellt, wo ihr cheaten wollt, ihr müsst erstens einmal den Spielstand speichern. Und dann verlassen wir den Spielstand. Ihr dürft nicht im Spielstand drin sein, während wir diesen Cheat sozusagen machen oder die Systemveränderung. So. Jetzt hat sich ganz mein Farming Simulator geschlossen. Auch nicht schlecht. Bedeutet, den öffnen wir gleich nochmal. Aber es geht natürlich auch so. Ich will euch ja nur zeigen, dass es funktioniert. Da muss es jetzt nicht gleich sein. So, dann gehen wir hier unter Dokumente, My Games und Farming Simulator 2019. Seht ihr hier schon, bleibt genau dieser Weg. Dann sucht ihr euch das Safe Game, wo ihr drin cheaten wollt, beziehungsweise euch ein bisschen mehr Geld aufs Konto schieben lassen wollt. Bei uns ist das jetzt Safe Game 2. Und anstatt wie früher auf Career Safe Game zu gehen, müssen wir diesmal den Ordner Farms suchen. Wir gehen hier auf Edit. Und dann seht ihr hier schon, dass hier eine Farm eingetragen ist. Farm ID 1. Name meine Farm. Color, bla bla bla. Lohn, Money. Und dann steht hier genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Das Wichtigste. Money. Das ist das, was wir haben wollen. Und ich bin dafür, wir wollen richtig geile Maschinen, teure Maschinen. Die neuesten der neuesten. Wir nehmen jetzt mal den Kontostand, wo wir sehen können, dass wir ihn verändert haben. Wir tun ihn mit der 3,9er. Davor machen wir jetzt mal 2,5er. Und dahinter machen wir jetzt 1, 2, 3. Jetzt könnt ihr genau sehen, 3x wie 5, 3x die 9, 1, 2, 3. Das ist den Kontostand, den ich jetzt haben. Den speichere ich mir auch. Dann schließen wir das Ganze, brauchen wir nicht mehr, und öffnen den Farming Simulator 19. So. Rein ins Spiel. Das brauchen wir alles nicht. Gehen wir in die Karriere wieder. Hier schaut auch alles normal aus. Da das, was hier steht, in den Speicherdateien vom Career Safe Game steht. Aber das zur Farm muss er wieder aufrufen. Bedeutet, nachher ändert sich auch hier der Geldstand, wenn wir es wieder abspeichern. Bedeutet, wir gehen für ein Spiel. Zap, zap. Warten kurz. So, jetzt habe ich wieder die Aufnahme starten dürfen, weil irgendwie mein Programm ein bisschen spinnt, wenn ich Bildschirmaufnahmen mache. Und wie ihr jetzt schon seht, oben in der Ecke stehen ein paar mehr Zahlen. Und zwar steht da genau 3x die 5, 3x die 9, 104. Hat sich ein bisschen was verändert. Aber der hat wahrscheinlich ein bisschen gerundet. Ist ja auch egal, wir haben unseren großen Kontostand und das wird auch immer funktionieren. Aber wenn ihr jetzt euren Career Safe Game ändert, dann ändern sich bloß die Zahlen. Aber ihr ladet ja immer wieder neu von den Farmen. Deswegen würde das nie funktionieren. Und deswegen könnten wir jetzt zum Beispiel hier auch so, nutze deine eigene Ausrüstung, du kannst sie auch mieten, wodurch deine Belohnung aber um 132. Jetzt könnten wir uns jeden x-beliebigen Traktor hier kaufen. Oder wir holen uns mal einen der größten Mähdrescher, was wir auch wollen. Oder eine Forstmaschine, was wir ändern uns. Schön, ich kann ihn dann gerade nicht aussprechen. Oder ein Pflanzenschutzgerät. Alles können wir uns besorgen, weil wir haben ja genügend Geld auf dem Konto. Aber Leute, das war's auch mit diesem Tutorial. Ich hoffe, euch hat's geholfen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, ich hoffe, ich kann auch euch das nächste Mal bei der nächsten Folge oder beim nächsten Livestream von Farming Simulator 19 begrüßen und würde sagen, viel Spaß beim Cheaten, viel Spaß beim Sachen ausprobieren mit dem extra ercheateten Geld. Ich würde sagen,
Ich bin dahin. Ciao.